In diesen Jahren, wo wir regiert haben, da gab es Stabilität. Die gibt es im Moment in Deutschland. Lass mich jetzt bitte mal ausreden. Ich habe jetzt die ganze Zeit. Machen Sie. Sie haben Vertrauenswerte, die gehen in den Keller. 80% der Deutschen trauen ihrer Koalition nicht mehr. Die haben kein Vertrauen mehr in sie, weil sie im Klein-Klein sind. Jetzt fangen sie an, hier eine Plastiksteuer, da CO2-Preis mehr als erwartet und hier ein bisschen und da ein bisschen. Und sie versuchen jetzt, das so zu formulieren, dass es irgendwie wieder hinbekommen. Damit kriegen sie aber kein Aufbruchsgefühl in Deutschland und sie schaffen auch keinen Aufbruch, weil diese Koalition ist nur mit Geld zusammengehalten worden. Sie als FDP hatten das Thema Steuern, sie hatten das Thema Soziales, die Grünen hatten das Thema Klima. Jeder hatte seine Projekte und da hat man das mit Geld zusammengeschustert. Es gab aber nie eine gemeinsame Erzählung. Sie haben einfach nur platt gesagt, es ist eine Fortschrittskoalition. Es ist eine Abstiegskoalition. Die Menschen glauben Ihnen nicht mehr. Und deswegen kann ich Ihnen nur raten, mal in sich zu gehen und sich selbst zu fragen, haben Sie die Kraft, noch dieses Land 2 Jahre lang zu führen? Wenn Sie es nicht haben, sollten Sie es jetzt sagen. Ja. Das ist keine Puppenstube-Politik. Sie können dieses Land 2 Jahre nicht so weiterfahren.